Ich habe ein paar Stunden beim Schülerrat verbracht. Die Zeit verfliegt nur so, während ich fleißig bin. Ja, das Modell hat Zonensensibilität aktiviert. Also sprich, dass es halt auch auf bestimmte Silbenlaute und alles sowas reagiert. Ich muss aber auch dazu sagen, dass meine Kamera generell nicht die beste ist, was das Tracking betrifft. Und deswegen zum Beispiel auch dieses nach links und nach rechts gucken nicht richtig nimmt. Und dabei dann auch Bewegungen ausgeführt werden, die eigentlich nicht ausgeführt werden sollten. Also ich habe eine 720p Cam und das Modell ist aber für 1080p Signaling ausgelegt. Deswegen ist es halt, ja, funktioniert nicht richtig. Genau, es ist noch V1 und ist halt generell auch das erste Mal, dass ich diese Art von Animation überhaupt ausprobiert habe. Also mit V2 wird das dann wesentlich besser werden und V2 kriegt generell auch noch ein paar visuelle Änderungen. Die Ohren zum Beispiel sind nicht symmetrisch. Die müssen noch symmetrisch gemacht werden und die Nase wird anders. Generell werden die Klamotten noch mal ein bisschen abgeändert wahrscheinlich. Zumindest im Detail gerade noch mal. Und auch das Schwingen der Haare funktioniert eigentlich. Ist das anders modelliert, als es im Endeffekt jetzt dargestellt wird, wo ich aber auch nicht ganz weiß, woran das liegt. Sind halt ein paar Sachen aufgefallen. Ich habe eine relativ grobe Fehlerliste schon hier, was ich alles verbessern werde. Aber ja, das wird halt alles erst mit Modell V.2 kommen, weil da werden dann auch Arme richtig animiert und Hände. Wie gesagt, zuerst muss eine andere Kamera her, bis ich mich daran setzen kann und darauf spare ich jetzt halt gerade. Also am besten wird halt immer noch gesagt, dass die iPhone X oder beziehungsweise das iOS-Tracking. Ich bin aber gerade noch am gucken, wie das ausschaut mit diversen Cams. Weil da gibt es einige Optionen, die wohl auch in Frage kämen, neben dem iOS-Tracking. Was halt für das iOS-Tracking eher spricht, sind halt Sachen, dass du für den iOS-Tracker nochmal spezifische oh Gott, wie heißt das? Ich komme nicht auf das Wort. Also, der Charakter bewegt sich auf wie in so einem Diagramm auf X- und Y-Achse. Und wenn du auf iOS das richtig machst, also beziehungsweise auf iOS das trackst, dann kannst du halt die Z-Achse, die jetzt hier zum Beispiel das Vor- und Zurückschunkeln normalerweise darstellen würde, was ich ausgestellt habe, da würde sie auch richtig vor- und zurückschunkeln, weil wenn ich das jetzt hier mache, also Bewegungen auf der Z-Achse aktiviere,
dann entfernt sich der Charakter so weit vom Bild, dass er halt schwebt in der Luft. Und so ist das halt nicht gedacht. Oh, hallo, willkommen zurück. Nein, startet die Saturn X neu. Ja, so generell, was halt auch ganz cool ist, ich muss mal, also beziehungsweise was heißt was cool ist, aber was halt auch jedes Mal lustig ist, wenn das passiert, ich muss mal gucken, ob ich das nachgestellt kriege. Das ist immer, wenn der DS so halb vor der Cam hängt. Muss mal gucken, ob ich das nachgestellt kriege. Dann fängt sie an zu schweben. Nee, macht's gerade nicht, okay. Aber das hatten wir auch schon mal, dass sie dann angefangen hat zu schweben, weil ich mit dem 3DS aus Versehen zu weit an der Cam dran war. Ist die iPhone-Version dolle teurer? Du musst halt die iPhone-Version für das Tracking musst du halt kaufen. Das sind 25 Euro. Und du musst halt dann, also ich müsste mir dann halt das iPhone noch dazu holen. So auf, also so wie ich das jetzt tracke, ist das halt die Free-Version. Da habe ich halt im Prinzip ein Wasserzeichen, was hier hin und her fliegt mit drinne. Aber es geht. So, das Problem, was ich halt habe hier, wie gesagt, beim Tracking, ist halt, dass ich die 1080p in der Webcam halt nicht habe. Und ein refurbishedes iPhone 10. Jetzt bei Backmarket gucke, ist man bei ca. 200 Euro. Also das geht tatsächlich. Weil du normalerweise, wenn du ein iPhone kaufst, mit einem Preis von 500 aufwärts rechnen kannst. Deswegen sage ich ja auch, das geht tatsächlich noch. So. Ich muss halt dazu sagen, es ist auch nicht jeder wie ich. Also meine Mom und ich, wir haben ja einen Familienhandyvertrag. Und bei uns zum Beispiel ist es so, dass wir kriegen alle 2 Jahre einen neuen Vertrag. Also sprich, wir kündigen den alten und setzen einen neuen auf. Halt zu den mindestens gleichen Konditionen, aber so, dass wir halt im Preis nicht steigen. So, und kriegen aber dafür immer ein Max-Paket mit Handy. Dadurch habe ich zum Beispiel, ich habe ja jetzt das iPhone 15 und ich habe für das iPhone 15 habe ich 80 Euro bezahlt. Und das ist halt was, wo ich dann sage, da kann ich halt echt nicht meckern. So, das teuerste Handy, was ich mal gekauft hatte, das hat mich 120 gekostet. Das war tatsächlich das 12 Mini. Und das günstigste, was ich jemals hatte, das war für 30 Euro, das war das iPhone 7. あのさ、ここでちょっと待っててくんない？あのな、驚くなよ。俺今から加納先生のとこ行って、
Attackしてくるから. Makasero! Ore wa ai o tsukamuze. So iu wake de. Ich muss ja dazu sagen, ich habe damals, da hat meine Ex-Freundin, ich glaube, das S2 gekriegt damals. Und ich hatte, das ist irgendwie, ist es immer abgestürzt. Es sollte ein Update installieren und es ist immer so abgestürzt und wir wussten nicht warum. Und dann habe ich dieses Galaxy S2, habe ich damals auseinandergenommen. So, erst von der Software her, dann von der Hardware her. Und hab geguckt, was mit dem Ding nicht in Ordnung ist. Und das Geile war gewesen, dass das Ding innen drinne schon so korrodiert war, dass du im Endeffekt alles hättest neu irgendwie bereinigen müssen. An diesem Ding, an dieser Platine, die da drinne war. Wo ich mir halt auch gesagt habe, das Handy ist neu, wie kann das sein? So. Und die haben es dann umgetauscht und danach ging es. Aber für ein Neugerät war das halt echt, das ging gar nicht. So, und seitdem bin ich, was Galaxy-Geräte betrifft, bin ich sehr vorsichtig. Aber ich meine, ich bin... muss auch dazu sagen, ich bin auch durch mein Studium mehr, wenn ich an Android denke, bin ich eher auf Basteln unterwegs. Also sprich, für mich war damals das letzte Android, was für mich attraktiv war, war damals das OnePlus, wo das rauskam. Weil das halt direkt dafür ausgelegt war, dass es auf Entwicklerbasis ausgelegt war. Und OnePlus ist aber mittlerweile auch sehr, sehr, sehr abgesunken. Und ja, also ich bin halt persönlich, was die persönliche Nutzung betrifft, bin ich halt beim iPhone jetzt geblieben. Ich habe jetzt, ich habe das iPhone 14, nicht das 15. Das 15 ist ja das Neue und ich habe das iPhone 14 so. Und ich muss dazu sagen, ich bin halt mit iPhone deswegen zufrieden, weil ich halt... Einmal im Monat ziehe ich ein Backup von allem, was auf diesem Handy ist. Und wenn halt irgendwas mit dem Gerät ist oder ich ein neues Gerät kriege, dann ziehe ich einfach das letzte Backup drauf und habe alles so, wie es vorher war. Und damit bin ich zufrieden. Was? Ich habe eben mal wieder die Credits von dem Extra-Mission gesehen, von dem Spiel Trauma Center, was auch von Atlas ist. Und da wird sowas gesagt wie: Glückwunsch, du hast die schwierigsten Missionen abgeschlossen, aber vergiss nicht, dass du kein Arzt bist und niemals Operationen im echten Leben ausführen solltest. Außer du bist ein Arzt. Aber wir empfehlen deinen Patienten nicht zu erzählen, wie viele Versuche du bei diesem Spiel gebraucht hast. Zum Thema Globuli. Nice. Richtig nice. Oh, Ramen. Hey, weißt du noch, was wir heute vorhaben? Wir besprechen heute, was wir über die Geistergeschichten herausgefunden haben. Ja, ich habe beim Rumfragen ein paar interessante Geschichten gehört. Wie auch immer, vergiss heute Abend nicht, okay?
約束の週末ね。どう？2人ともちゃんといろんな人に話聞いた？あれ？今日って何かの日だっけ？はあ？冗談だって覚えてるっつの。すぐ怒んだから。とにかく今日は寮に戻ったらラウンジに集合。 Ich kann mir das auf der Wii gar nicht vorstellen. So, ich erinnere mich noch an das Klavierspielen bei Project Zero 4 mit der Wii. Das war der Horror. Ja, das ist eine sehr spezielle Kartoffel. Die ist was ganz Besonderes. Und das nicht nur, weil ich das so sage. Die ist wirklich was Besonderes. Ganz sicher. Hundertprozentig. Trust me, Bro. Ursprünglich bei Ramen denke ich mal Rindfleisch. Entweder Rind oder Schwein. Außer du hast Miso, weil Miso wird aus Fischpaste gemacht. Oder beziehungsweise Miso ist Fischpaste, also da hast du dann halt eher den Fisch, glaube ich, der dir da als Proteineinlage was bringt. ウゴの衆が彼らを悪く言わないでやってくれ。大義を抱けない凡人は迷子と同じだ。いずれ僕が彼らも導いてみせる。信頼を勝ち得て絶対的指導者になって。孤立ではない、孤高だ。 Miso ist Sojabohnenpaste, ja, da hast du recht, aber Miso ist auch, also wird auch aus Fischpaste mitgemacht, also so aus so einem Zeug, was du halt aus gegärten Fisch, glaube ich, irgendwie gewinnst. みんなが出て行っては定例会は無理だな。今日は解散しよう。はい、では月曜に約束した通り集めた情報の確認会をします。おお、のりきちゃん。当然。 私的にはバッチリいろいろ掴んできたから、例の噂はやっぱり怨霊の仕業なんかじゃないよ。ああ、そこ重要なんだ。まずこの怪談騒ぎのそもそもの発端からだけど、肛門で倒れてた例の子の話は確かにちょっと怪談の内容と似てる。でも一人がそういう目にあっただけでこんな騒ぎになったのはなぜでしょう。
Ja, bei uns, unser Laden, der halt auch Miso verkauft hat, hat leider zugemacht. Da hat jetzt Kaya, also unser lokaler Döner-Dealer des Vertrauens, einen Gemüseladen drin aufgemacht. In dem du jeden Tag Ramen kochst. Und ja, es hat halt sehr viel Salz. Das ist halt generell so ein Ding. Ey, Yukari ist gemein. Sie hat mich Trottel genannt. Das heilige Karpadon muss kommen und Yukari bestrafen. Durch! Heiliges Karpador, go! Go! Ich muss gleich mal mein Baguette fertig machen. Dass das in den Ofen kann. Ich weiß noch, das erste Mal, wo ich richtig Ramen gegessen habe, ich glaube, das war... War das im Takumi? Waren wir da im Takumi gewesen, Sam? Das war Gamescom 2012 mit Cox zusammen. Da haben wir uns noch ein Schaufenster gesetzt, weil das der einzige Platz war, der frei war. Und ich saß da in meinem Maid-Dress und habe mich ein bisschen fehl am Platz gefühlt. Vor allem dann denke ich, du kriegst da irgendwie so eine kleine Schüssel und dann setzen die dir da so einen riesen Hoshi von Schüssel vor und das, obwohl ich schon eine kleine Portion genommen hatte. Und ich dachte mir so, Alter, das schaffe ich niemals im Leben. Siehst du, hab doch gesagt, das ist keine Geistergeschichte. Jetzt war ich zu langsam. Ja, und Cox, weißt du, der nur halb so groß ist wie wir, frisst alle Restportionen auf. So, da habe ich das erste Mal gesehen, wie viel so ein kleiner Mensch essen kann. Aber das Schlimme ist auch, der ist auch von Sam und mir jeweils irgendwie nur ein Viertel vom Gewicht. Mir wurde aufgetragen, mich um den Dachgarten zu kümmern. Im Pflanzgefäß wurde noch nichts gepflanzt. Wir können wohl ein paar Setzlinge aufbringen. Sieht so aus, als könntest du am 15.06. ernten. Reicht's? Aber trotzdem, wenn du dir den Cox mal anguckst, so, da ist halt immer noch nichts dran daneben. Macht mich echt neidisch. Ich habe das Horrorspiel House of the Deceased gespielt. Ich habe nämlich mutig gegen die anstürmende Zombie-Horde zur Wehr gesetzt.
Ich bin im schlossenen Mutus. Der Knubbel am Bauch ist eine gebrochene Bauchdecke, Xem. Und nein, der kann nur operativ gefixt werden und die Operation wird nur durchgeführt, sobald es lebensbedrohlich wird. Also sprich, sobald sich irgendwie Organe darin verfangen haben oder so. Der Unterricht ist für heute vorbei. So, ich mache jetzt einen Safety Save. Ja, genau, so ist das. Ansonsten müsste ich halt die OP selber zahlen. Und da ist dann halt immer noch das Problem, dass die Gefahr besteht, dass die Bauchmuskeln zu sehr beschädigt werden. Ja, so ein bisschen. Obwohl ich das teilweise auch schon früher gesagt habe, wenn ich das Problem hatte, ich hatte bei Grandia mal das Problem, dass ich an einer Stelle relativ weit zum Schluss nicht weitergekommen bin. Und der letzte Spielstand, den ich davor separat angelegt hatte, war irgendwo Ende CD1. So, und da war ich halt so angefressen, dass ich das halt alles nochmal spielen musste. Dass ich seitdem immer so halt Absicherungsspielstände angelegt habe. Und deswegen habe ich da auch schon immer Safety Safe gesagt. So, ich habe jetzt wesentlich später mitgekriegt, dass das irgendwie so ein Speedrun-Ding ist. Vor allem waren das irgendwie 40 Stunden Spielzeit oder so, die ich wieder aufholen musste. Das war halt mies. Jetzt fehlt nur noch mehr Speedrun, ja. Ich hab halt das Problem, dass ich eigentlich Persona 2 Speedrun will, aber halt auf Original PlayStation 4. Nicht PlayStation 4, auf Original PlayStation. Die Version. Das Problem ist, es gibt für das Original keine Translation. Das heißt, es ist alles japanisch. Und ich bin dabei, ein Workbook zu schreiben. Anhand von der PSP-Version. Bloß das Problem ist, ich muss halt alle Glitches und Tricks, die auf der PSP-Version existieren, halt auch erstmal probieren, ob die auf der PSX-Version auch laufen. Genauso wie die ganzen Persona-Skills und Stats und alles überprüfen, ob die halt genauso sind. Immerhin hat Kaya Globuli aus der Kassenleiste geschmissen. Hat er sie jetzt endlich geschmissen, ja? Wird ja auch Zeit. Vielleicht sinken dann auch endlich mal unsere Kassenbeiträge. Ach du Heilige, 40 Stunden. Ja, ja. Also es war so halt Ende der ersten CD und Grandia hat ja zwei CDs gehabt auf der PlayStation. Das heißt, ich musste die ganze zweite CD nochmal spielen. Ach, ich habe gerade erzählt, wie ich das erste Mal Grandia gespielt hatte. Da hatte ich das Problem, dass ich bei diesem Solo-Kampf ganz am Ende zwischen Justin und Mullen, dass ich da verloren hatte. Und das war halt auch so ein Point of No Return. Das heißt, ich bin halt auch nicht irgendwie zurückgekommen, dass ich nochmal hätte trainieren können weiter oder sonstiges.
Und der letzte Save, den ich davor hatte, war irgendwo Ende CD1. Und ich musste halt dann von CD1 an, also vom Ende CD1 nochmal die komplette CD2 spielen, damit ich an der Stelle weiterkam. とか言われて、はしゃぎすぎちゃったかも。あのさ、一緒にやってくんない？コーチ。無理言ってるのは分かってんだけど。私、徒競走あんま詳しくなくて。あなたは運動神経いいからさ、一緒にコーチしてくれるとうれしいな。いいでしょ？お願い。一人だと正直心細い。 Ja, vermutlich. Die waren halt einfach nicht so wie die Resident Evil 2-Macher, die es geschafft haben, zwei CDs auf eine Cartridge zu pressen. Dass das überhaupt funktioniert hat, dieses Resident Evil 2 auf eine Cartridge zu kriegen, das finde ich immer noch wahnsinnig faszinierend. So, ich werde jetzt aber mal während der Sequenz gucken, dass ich mal mein Baguette ready mache für den Ofen. Deswegen lasse ich das jetzt mal durchlaufen und bin mal ganz fix am Flitzen. まさかのやる気宣言? か制服。あれ月子じゃん。やべえ。想像してたよりずっとやべえ。ちょっとお前らさ、遊ぶとこ間違えてんじゃねえの?
や、別に。お前らみてえの食っと知らけんだろ。帰れよ、ヒゲオくん。ヒゲオくん？ああ、俺のことっすね。ここ来るのに、なんであんたの許可がいるわけ？ちょ、お前バカかよ！お前あれか、空気読み人知らずか？何それ？っていうか、こんな連中にビビんないでよ。ああ、こんな連中つったよ、その子。つか写真とか撮って流しちゃおうか。パパとかが気失うようなセクシーポーズのやつ。やべちゃん、おウケる。こいつら最低。あっちゃー、彼女今最低とか言ったよね。ヒゲオくんも大変だ。こんなアグレッシブなこと一緒だとさ。その辺でいいだろう。知らねえで来てんだ。俺が追い出す。いいだろう、そんで。バカか、てめえは。今さらそんで済むかよ。てめえもやつくら。てめえ、今三つの川渡ったぞ。ただで帰れると思ってんのか。試すか。やっとくに。うっせ、超ゲル。てめえ、確か新垣とか言ったな。そうだ、新垣信じろ。てめえも確か月光だな。しゃあ、覚えてるや。すげえっす、先輩強えっす。その顔、お前ら秋の病室にいた。バカ野郎が。帰れ、お前らの来るとこじゃねえ。待って、ごめんなさい。でも私たち知りたいことがあって来たんです。秋に言われてきたのか。知りたい話ってのはなんだ？例の階段。Ja, Yuki hat sich gerade wieder auf ihren Stuhl geworfen. なんでわかったんですか？噂だ。病院送りになった女どもがその辺にたむろって毎日話してた。山岸って同級生をいろいろいじってってな。山岸って E 組の山岸風か？あいついじめにあってた。So, 15 Minuten circa, dann ist mein Baguette fertig. Dann muss ich nochmal schnell das aus dem Dings holen. Yukikabe Homöopathie als Leistungsstreichende aus dem Dach, das wäre schon auch... Ja, deswegen, ich war auch noch auf dem Stand, dass Homöopathie, dass das noch zur Debatte steht, dass das gestrichen wird oder nicht. Deswegen war ich gerade so...
Haben wir das denn schon beschlossen? そんだけだ。もういいか。ああ、はい。お世話になったっす。ほら、お前も頭下げろよ。何もしてねえよ。Ich bin übrigens dem Mann von meinem Bruder echt dankbar. Die haben mir zu Weihnachten haben die mir so eine Akku-Elf-Bar geholt. Damit ich, also weil ich ja sonst immer bei Konien-Pausen gemacht habe, damit ich das jetzt vermeiden kann. Und ich habe die jetzt endlich mal geladen und ausprobiert. So. Ich bin echt froh einfach nur, dass das funktioniert. Bei meiner alten E-Zigarette hatte ich das Problem, dass die Caps dafür nicht mehr hergestellt haben. Deswegen musste ich die damals wegwerfen. Das fand ich total schade. An der Stelle übrigens, rauchen bitte erst ab 18 und bitte auf Eigenverantwortung. Macht das nicht nach, wenn möglich. So. Noch nicht da. In der Gekkokan High wurde schon wieder ein Opfer dieser komischen Vorfälle gefunden. Das Opfer wurde beim Eingangstor gefunden, also muss das wohl der Tatort sein. Wäre das Opfer woanders angegriffen worden, hätten die es zum Eingangstor tragen müssen. Aber warum sollte der Täter das tun? Das ergibt keinen Sinn. Jedenfalls ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das Ganze irgendwas mit der Gekkokan selbst zu tun hat. Ne, sind immer noch keine neuen verfügbar. Nee, Drake, das kannst du leider nicht einfach nachmachen. Dann musst du warten, bis du alt genug bist. Also ich finde halt gerade für einen Stream ist die halt relativ gut, weil so muss ich halt nicht unterbrechen, wenn ich jetzt mal wirklich mal wagen würde, mal gerne einen Lungenzug nehmen würde. Und es ist halt auch wesentlich angenehmer für den Rechner. Oder generell für die Technik. Weil ich habe nun mal hier 4 Technik stehen. Ich habe eine Nachricht bekommen.
Schnoff hier. Hallo zusammen, willkommen zur Home-Shopping-Sendung Tanakas Teleshop. Ich bin euer Gastgeber Tanaka von Amazing Commodities. Wir zeigen euch tolle Dinge zu unschlagbar günstigen Preisen. Oh, greift schnell zum Hörer. Heute präsentieren wir das Designer-Markenset. Wer auf seine Erscheinung Wert legt, muss sie einfach zuschlagen. Der Anfang macht Parfüm. Der luxuriöse Duft wird euer Leben verändern. Ach du meine Güte, fantastisch. Aber es gibt noch mehr. Dazu gibt es noch Gesundheits-IGM und zwar zwei. Alles zusammen für nur 3.980 Yen. Dieses besondere Produkt gibt es nur heute. Richtig gehört, nur heute. Ich kaufe ja schon. Nächstes Mal gibt es ein Set zum Vatertag. Nicht verpassen. Das wär's für heute. Wir sind ausverkauft. Tut uns leid, Leute. Wir sehen uns nächsten Sonntag. Selbe Zeit, selber Sender. So, jetzt lass mal gucken. Denn der Shopping District? Nee. Dann Bollerwagen und Bier. Ja, die sind doch in Japan. Das ist doch was anderes. Da gibt es nicht unbedingt Bollerwagen und Bier. Mal sehen, um das Spiel zu starten, eine Münze einwerfen. Mit den zwei Tasten steuern und was guckst du so? Ich lese nur, nicht nur die Anleitung, ich plane sorgfältig meine Taktik. Okay, sehr gut. Ich glaube, plan deine Taktik. Okay, dann ist er einfach nicht da. Dann spielen wir eben mit Maya. Ich bin im Shinagawa Dungeon. Maya ist nicht angemeldet. Ich verspäte mich etwas. Bin gleich da, okay? Maya hat das Gebiet betreten. Hab mit meiner Mutti telefoniert. Wenn wir mal reden, dann geht es immer um dasselbe. Die will mich immer nur mit irgendwelchen Kerlen verheiraten. Was geht sie das an? Ich hab's nicht eilig, okay? Vielleicht mit 40 oder so. Maya ist aufgebracht. Echt, jeder tut so, als müsste ein Mädel heiraten, um glücklich zu sein. Es ist sexistisch, wenn man denkt, Frauen könnten nur glücklich sein, wenn sie sich binden. Neulich war ich nachts etwas betrunken und bin in Paulonia zusammengeklappt. Und dieser alte Knacker so, so bekommst du nie einen Mann. Ah! Hab ihm gesagt, er soll die Fresse halten. Hotel, sorry, irgendwie schon off topic, schätze. Bin echt groggy. Aber ich fühle mich schon besser. Hier, Tatsuya, das ist für dich. Maya gibt Tatsuya einen Heiltrank. Doch er zeigt keine Wirkung. Oh, kann sein, dass deine LP schon voll waren. Helma, oh Nate. Will sagen, ich danke dir, dass du dir all meinen Rumgemeckere antust. Ich glaube, Maya öffnet sich mir gegenüber. Ich spüre, dass wir uns näher kommen. Der alte Knacker, von dem ich dir erzählt habe, war von Paulonia, also
Wenn du ihn siehst, sei bloß nicht nett zu dem. Ich habe ihn in dieser komischen Sendung gesehen, voll unheimlich. Gut, ich übe jetzt besser, eine tolle Ehefrau für Tatsuya zu sein. Naja, Spielerin meldet sich ab. Ich habe von einem Mann vom Fernsehen gehört, der nachts im Paulownia Einkaufszentrum rumhängt. Ich melde mich auch ab. Oh, du bist es. Arisato, kannst du dir morgen für mich frei halten? Bei Fukuya Magishi muss noch einiges erledigt werden. Ich werde dafür deine Hilfe brauchen. Wenn du noch etwas Dringendes erledigen musst, dann tue das bitte bis spätestens heute Abend. So. Gut, also heute ist Sonntag. Es kann auch sein, dass der heute einfach nicht da ist, ne? Ein Fisch schärft Verstand. Irgendwann strotze ich nur so vor Wissen, dass keiner mehr gegen mich ankommt. Ha! Was geht? Wir sollen uns in der Mittagspause vor dem Lehrerzimmer versammeln. Ich habe ehrlich gesagt keine Lust, aber uns bleibt keine Wahl. Und Herrn Ikoda nach einer Erklärung zu fragen, klingt unfassbar anstrengend. Das ist so lahm, vor allem im Vergleich zu dem Abend, als wir da hinter dem Bahnhof waren. あれ、キリト先輩、どうしてここに?君らと同じさ。先生、事情を伺いに参りました。山岸風花という生徒について。 違うの。こんなことになるなんて思わなかった。あれ、あなたたしか前に山岸をどうしたんだ。おいおい、キリジョー君、そんな言い方ないだろう。森山も困ってるじゃないかね。なあ、森山、話したくなければいいんだぞ。 お前が余計なことを言って山岸が変に思われてもいかんよ。風花ってさ、ちょっとつっついただけでいつも世界の終わりみたいな顔すんだ。すぐ分かったよ、こいつ優等生のくせに根っこは私らと同じだって。どこを踏んづけときゃ立てないか、私には丸分かりだった。だからあの日もほんの遊びのつもりだったの。 5月29日、風花を体育館に連れてって、外から鍵かけて。ちょ、お前閉じ込めたっつうことかよ。
らかんなって自殺とかされるとまずいからって。マキが一人で学校行った。Alles klar, Ami. Dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen guten Abend. Ich habe gerade mein Essen geholt. Deswegen konnte ich erst jetzt reagieren. Entschuldigung. Fuka を出さなきゃって体育館行ったら、まだ鍵がかかったまんまで、やばいってすぐ開けたんだけど、そしたらFuka消えちゃってて、私らみんなビビって、次の晩から夜な夜なあの子を探しに行ったの。でもその度、行った子が帰ってこなくて、みんな次々マキみたいに。なるほどな。ところで、連日の山岸風花の欠席を先生は病欠と届けていらっしゃる。だが実際は行方不明で、先生はそれをご存知だったはずだ。どういうおつもりです。Ah, okay. Dann ist gut. 何を言ってる。 Dann trotzdem wünsche ich dir noch einen schönen Abend. みんないろいろ将来のために都合があるんだ。子供の君らにはわからんだろうがね。失踪して警察沙汰になる問題児など、ご自分の組にはいないということですか。本人のためだ。こんなことで学歴に傷がついてはいかんだろう。親御さんもそういう話で納得してんだよ。保身のためには教職の本分すらも捨てるか。ゲスメ。ゲス。いや、そんな風に言わなくったってさ。もう結構です。外していただきたい。あとは我々が。いや、しかし。この件については追って沙汰があるでしょう。病院へ運ばれた君の友人について何か気づいたことはないか。どんな細かなことでもいい。声だ。自分を呼ぶ声。そうだ、みんな病院送りになる前の晩、そういえば同じこと言ってた。君の悪い呼び声を聞いたって。声？先輩、もしかして今回の事件って。間違いない。奴らの仕業だ。誰が影時間に落ちるかを事前に知る方法はないとされてきたが。なるほど、声か。つまり影時間へは落ちるのではなく、奴らによって落とされるということだな。実際の被害を目の前にすると思い知る。奴らは確かに人間を狙っているんだ。シャドウ、紛れもなく人類の敵だ。今夜は私たちの寮に泊まるといい。それが一番安全なはずだ。もしも声を聞いてしまったらすぐに教えるんだ。何かに呼ばれたように感じても決して部屋から出るな。これさえ守れば君は助かるだろう。そしておそらくは山岸風花もな。風花。それから伊織、竹葉、放課後生徒会室に集合だ。そこで今夜の作戦について説明する。はい。今夜すか。今夜山岸風花を救出する。おそらく彼女はまだこの学園から出ていない。わかりました。